Okay, solche Videos sind immer ein Genuss für die Augen. Es ist eine Saison um die Saison 22-23 und wir gucken uns die besten 100 Tore der gesamten Saison. Auch ein bisschen Werben wird bestimmt damit am Start sein, weil die an der Mitte der Saison war. Gucken wir uns hier an. Die 100 unglaublichsten Tore. Und es geht los mit Çalhanoğlu. Schöner Longshot. Einmal angenommen, einmal vorgelegt und rauf damit. Kann man so machen, so kennt man Çalhanoğlu auch noch aus der Bundesliga früher. Das ist doch ehrlich sick. Mit ein bisschen Jonglieren dagegen die Abwehr. Und dann haut er ihn rein. In der letzten Minute war das hier, glaube ich, ne? In Air Fake Shot. Nein, 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 nein. Was ist das für ein Tor nach der Ecke? Oh! Oh. Ganz geiler Volley, ganz geil! Einfach FIFA-Eckball-Taktik und Power-Shot aus dem Rückraum, grünes Time, Finish, grünes Time. Crazy. Das, was in Amerika immer für Tore fallen, ne? Das ist anders. Außerhalb von 16er Fall und vier Latte rein. Schmeckt. Was haben wir hier? So, Südamerika, ne? Glaube ich, keine Ahnung, was die Teams da sind, aber auch der Treffer lässt sich sehen. Perfekt über den Schlappen rutschen lassen. Ja. Ja. Dieses Tor war auch ehrlich unglaublich. Und das in dem Europapokal. Und das gegen Arsenal und Schalke. Schalke bei den Gegnern. Ich erinnere mich an das Tor leider. Das war wohl ein Kollege, den bei Kickbase hatte und der an dem Spieltag hat er nicht den Hattrick gemacht oder so. Auf jeden Fall sehr viele Punkte hat er geholt gegen Schalke. Ja, das Neymar-Tor, das war sehr wild gegen Kroatien. Sehr, sehr, sehr strong. Der doppelte Doppelpass mit am Keeper vorbeirennen, alles. Wow, deswegen hat der Bruder es in Stops geschafft. Alitian! Das ist doch, wo Benzema hingeht, ne? Sturmpartner jetzt. Enzo. Woppa! Mit einem schönen Finesse. Ja. Ich sag so, wäre das in der Liga geschossen worden, wärst du nicht in der Liste. Aber die World Cup-Tore, die kann man schon nochmal höher ranken. Die sind schon mal direkt nochmal krasser, weil es einfach World Cup ist. Weil es Weltmeisterschaft ist. Ja. Nee, der Kader von Leicester. Ich sag so, mit so einem Kader muss man nicht absteigen. Da sind schon ein paar happige Spieler mit dabei. Weiß nicht, wie viele noch aus dem Meisterkader da sind. Das sind wahrscheinlich nur noch ein, zwei. Aber prinzipiell schon stabile Spieler. Oh, hier haben die verloren. 1-0 wegen dem Banger. Hätte der eine Punkt Unterschied gemacht? Ich glaube nicht. Aber geiles Ding, De Bruyne. Ich feiere ihn so sehr. Wir sind wieder in Amerika. Irgendwas Wildes passiert. Ja, boah, die müssen wir übertreiben, Digga. Seid, falls hier von außerhalb 16 das Latte Posten hinter Linie, das springt da raus. Ach, oh. Die spielen nicht Fußball, die spielen FIFA Street einfach dort. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ah ja. Genug an. Batz! Einfach zwei solcher Tore. In einem einzigen Finale. Er hat das Match komplett gecarried. So stark. Was macht er? Hulk! Gibt's Hulk noch? Ich wusste gar nicht, dass Hulk noch Fußball spielt. Ich dachte, er hat schon lange seine Karriere beendet, aber der hat immer noch Schusskraft wie Hulk persönlich. Crazy! Hä? Der war doch vor 10 Jahren in seiner Prime. Der zockt halt einfach noch. Inter Miami. Das neue Team von Mace, der selber letzter Platz in MLS ist. Aber für letzten Platz sage ich, sah es schon clean aus. Niveau anscheinend hoch in der Liga. Tschüss, what's wrong? Das war kein Seitfallspiel, das war Kung Fu Karate. Muay Thai. Das am ehesten sogar. Wow. Wow. Phänomenal. Phänomenal.
sind ehrlich sogar noch ziemlich viele Tore, so bei die ich gar nicht kenne. Oh, Buffon, Digga. Was ein geiles Ding. Er verarscht ihn, der macht ein Quaresma. Geil. Ja, das kenne ich, das Tor ist wild. Das kenne ich, das ist echt. Der Keeper ist aber auch ehrlich ganz lost unterwegs, ne? Also klar, als Keeper steht mal weit draußen heutzutage, aber schon ein bisschen sehr weit. Das ist schon zu viel. Tschüss! Rot weiß erst, macht ernst. Krass. Ist auch so ein typisches Tor, das immer nur so irgendwo in Amerika fällt. Die Tornetze da geil, dieses Gelb. Blau gestreifte. Hä? Hä? Wieso stand er aber jetzt so weit vorne? Die Gegner waren ganz normal am Ball, warum steht er so weit vorne? Das ist eine Einladung. Der andere Keeper eben stand ja weit vorne, weil er dachte, dass der Mitspieler den Ball gewinnt oder von aus der Luft flügt. So mäßig, aber das. Oh mein Gott. Oioioioioi. Was, Dick Stacks, gut mit Hacke. Er macht auch nochmal mit Hacke. Was ist das denn? Ja, eines, ehrlich, eines der Tore des Jahres. Das war ja richtig einzigartig. Und da so ein schöner Strich mit Bassdrop hinterher. Ich sag doch, hab ich im Intro gesagt, sag ich. Diese Videos, die sind einfach fürs Auge, fürs Genießen. Diese Top 100 Tore, Top 100 Paraden, Top 100 Tricks, Top 100, Top 100, Top 100. Das ist aber geiler Content. Oh, guter Schuss. Da machst du als Keeper leider gar nichts. Jupp. Jupp. Sehr, sehr schön. Dann habe ich ja gar nichts mitbekommen. Bro, davon, ich habe gar nichts davon mitbekommen. Dass Nuno Santos einfach ein Rabona-Tor gemacht hat. Ja, okay, der Keeper war auch echt wieder weit raus, ne? Aber der Typ war gefühlt, dass er bei den 16er gewesen ist. Soll man doch rechnen, dass er von dort schießt. Und der war auch noch so gut, der hat sich echt erst genau zum richtigen Zeitpunkt gesenkt. Der war krass gerade, der weit raus. Der war auch gut hier vom Song. Wieder nach WM aus. Ja, das ist mal wieder einer von der WM. Ich muss sagen, die WM ist mir gar nicht im Kopf geblieben irgendwie. Die ist gerade mal ein halbes Jahr her. Ich bin auch null im EM-Hype irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, dass Deutschland halt Müll geworden ist. I don't know. Was haben wir hier? Lionel Messi. Zack. Zack, zack. Ah, sehr lästiges Ding. Wie wir einfach alle dachten, als Neymar, Messi, Mbappé angekündigt worden, so dass die der Angriff von Paris sind, dass keiner die stoppen kann und jetzt in 2 Jahren, ja weiß ich, war das echt nix. Das ist krass. Also klar, französische Liga gewinnt. Ich glaube, die haben auch sogar einen Pokal auch einmal gechoked. Champions League sowieso nicht das gewesen, was sie sich vorgestellt haben. Also das ist echt gar nichts gewesen, gar nichts, gar nichts. Gar nichts! Auch gut. Erstmal 5 Gegner stehen gelassen und rein damit. Da wird das Tempo ausgespielt, ja? Da wird Tempo gemacht. Was kommt jetzt hier? Wow! Aus der Perspektive hat man nochmal mehr gesehen, wie perfekt er war. Hier gilt dem Keeper keine Schuld. Hier, ehrlich nicht. Standard einfach.
Gefühl. So, aus dem vollen Lauf auch eh nochmal schwerer. Ey, wir sind richtig wenig Tore von diesen Top-Top-Top-Stars drin, ne? Kein einziges Tor von Ronaldo, der 1 von Messi, 1 von MVP und das war noch WM und Olympics drin gefühlt. Was sind halt meistens so die anderen, die sich mal im Herz fassen, die sich was trauen und die dann dadurch auch mal so einen Banger hier machen. Wah! R1, grünes Time-Finish am Anfang von diesem FIFA-Teil von da auch immer drin gewesen. Zack. Oh! Aber der Keeper hat ja einen richtig dummen Schritt nach vorne. Ja, Bruder, mach deine Anweisung, aber der Schritt nach vorne, der war richtig los. Erstmal auf sich selbst gucken, Herr Tourman. Ui. Ich wusste gar nicht, dass Osten schon so ein geiles Ding gemacht hat. Ich dachte, er nimmt den Volley an. Hä, nimmt den erstmal an und nimmt die dann Volley? Ja, gar nicht damit gerechnet, ehrlich. Der Keeper ist so zusammengezockt, ist hat Angst, dass er bald von der Latte irgendwie gegen seinen Kopf fliegt oder so. Easy! Antoine Griezmann! Nächste Saison international Atletico, ich bin sehr gespannt. Diese Saison wäre das auch dieses andere gar nichts. Wow, was für eine Freistoßtaktik! So habe ich meine Freistöße in FIFA 12, glaube ich, war das gemacht. Genau so einstudiert, dass der eine immer dahin rennt, ich den Anflanker, der frei ist und dann Fallrückzieher und ja. Wenn man den richtig trifft, dann passiert sowas hier. Genau sowas. Digga, mit Ausrutschen und trotzdem perfekt reinmachen. Crazy. Gegen City auch noch. Gegen die Champions League-Sieger. Triple-Sieger. Gutes Timing? No, no. Ja. Ja, ja, kann man so machen. Nach hinten laufen, rückwärts laufen, nach hinten fallen, alles. Was passiert hier? Hey. Er setzt sich durch gegen alle. Wie auch immer. Nachdem er bei der Hof fliegt und keine Ahnung. Digga, hä? Boah, der hat ehrlich insgesamt 6 Leute so stehen lassen. Da kann man sich schon mal feiern. Es wird ein Kracher! Ja. Ah, gegen Bochum, ja. Latte rein auf. Geiler Treffer, ja. Tschüss. Was, Bruder? Oldenburg einfach? Digga, ich dachte, er flankt, er macht irgendwas, er hat Idee. Wie kommt man da auf die Idee, einen Schlenzer aufs Tor zu machen? Weiß er selber nicht, ne? Schock, schock. Ah. Auch sehr einzigartiges Ding, ey. Kriegt den Ball kurz vom Keeper zurück und immer eigenen 16 Tür Hernandez, dann geht er einfach über das gesamte Feld. Und dann haut er nochmal einen raus hinterher. Richtig geil, ey. Totskarte, Totikarte, alles verdient, ihr seht warum. Was ein geiler Treffer. Das ist WM jetzt wieder. Ah ja, das Tor. Gegen Argentinien. Von Al-Dazari. Da sah es doch schlecht aus für Argentinien. Ich dachte mal. Oh, er hat kurz überlegt, soll ich Fallrückzieher machen? Nee, komm, ich mache einen Drehvolley. Komm besser, komm mit mehr Kraft. Da, da.
Tja, alles Gute zum Geburtstag, hast du? So kann man sich beschenken, ja. Okay, was mal bei Verdi mit den Gegnern? Was er will anscheinend. Einfach ehrlich, was er will. Mit der gesamten Mannschaft und mit dem Schuss. Das war letzte Minute, ne? Bayern hätte die verloren gegen Köln, dann kommt der Schuss. Und jetzt zurückblicken kann man sagen, wäre der nicht reingegangen, wäre nicht Meister geworden. Oh gut, das können wir auch jeden einzelnen Treffer wahrscheinlich in der gesamten Saison sagen, immer so. Der war auch wild, hier, der Treffer von Haaland. Komplett spektakulär. Hä? Also manche Keeper machen auch hauptberuflich irgendwas anderes, Digga. Mitglieder putzen oder keine Ahnung. Das ist eines der wenigen WM-Tore, wo ich sagen würde, das hätte auch reingepackt, wenn es nicht bei der WM gewesen wäre. Richtig nice Treffer von Xavi. Bats. Bap. Paar coole Momente hatte die WM schon, aber trotzdem. Einer der WMs, die ich jetzt nicht so gefühlt habe. Pinto, Bruder. Pinto, Pinto! Da ist er. Signature? Einer auf den, er macht immer solche Tore, kein Stress geben. Also ich will mal so ein Match komplett gucken. Die müssen ja viel häufiger schießen dort in Südamerika als in anderen Ligen, weil die einfach viel mehr weitere Tore machen. Da müsste dann aber auch viel mehr eigentlich auf die Tribüne gehen und so, oder? Richtig wildes Teil, Digga. Das kann ja nicht sein. Da sind die einfach zehnmal besser, was meine Schüsse angeht, als die Leute in Europa. Da, keine Ahnung, Mann. Ich glaube echt, die schießen einfach pro Match 10x, 20x aus der Distanz. Mal wieder eine Freischusstaktik. Und die sieht vorzüglich aus. Und die ist geil, Digga. Die kannst du halt nur einmal machen, weil danach wüsste der Gegner, was abgeht. Aber für das eine Mal hat sich schon gelohnt. Punkt abgestaubt damit. Wie entspannt er den dann auch runterflügt. Perfekt, was eine kranke Ballkontrolle. Zack, der springt gar nicht hoch. Der bleibt quasi dort in der Luft liegen, wo ihn landet. Ich finde irgendwie so Weitschüsse aus Distanz, so flach kommen oder halb hoch, gar nicht geil. Wenn der hochkommt, Winkel geht, Latte reingeht und so, aus derselben Position hätte ich gesagt Traumtor. Ja, sowas hier zum Beispiel. Aber wenn die flach reingehen, irgendwie, weiß nicht. Fühle ich die nicht. Auch wenn der Keeper ihn berührt, fühle ich die nicht, weil ich dann denke, haltbar. Aber sowas hier schmeckt. Sowas hier schmeckt einfach, sieht super aus. Grandios. Mit Jubel hinterher. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Wie Lugan. Das war aber auch lustig, ey. Und zum Ende der Saison hat Gündogan nochmal richtig Präsenz gehabt. Wird auch eh generell richtig gut. Alter, wie viel ist mal schon rutsch und spring gegangen und haben sich reingelegt in den Schuss, der gar nicht kam und so. Alter. Stark, 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 ja. Den kenne ich, den lupft er doch jetzt so mäßig, ja. Der einfach mit Gefühl perfekt gedreht, das ist echt ein traumhaftes Ding. Man braucht gar keine Kraft, man kann es locker machen, aus dem Stand quasi. Oder man macht Sachen halt auch einfach mit Gewalt. Funktioniert auch. Nicht wirklich platziert, ne? Genau wie beim Keeper so irgendwie mittig. Aber es reicht manchmal. Tschüss! Wir kriegen nochmal was zu sehen, was wir bisher noch gar nicht hatten. Eine direkte Ecke. Geil, Digga. Recht und nice.
Pavetta scores one of the goals of the season. You can point your house on that one. Das hat ja die ganzen Engländer gepostet. Kaum ist Werner wieder zurück in Deutschland, nicht mehr in der Premier League, macht er wieder so geile Sachen. Ja, man sieht diesen Jubel alles drauf dran, ne? Man sieht unten Ergebnis 1-3 verloren. Bruh. Poldi. Lulu, Lukas Podolski. Crazy Schuss. Auch direkt Eck oder was? Ist Meta gewesen diese Saison. Reindrehen, ne? Wie Anfang FIFA 23 Ecke reindrehen. Waren echt auch kurz Meta. Ja, egal. Kann man mal machen, ey. Das ist auch eine wilde Eckball-Taktik. Wenn die so geplant und einstudiert wurde, I don't know. Mit dicken Backen guckt man da. Mit dicken Backen. Ich glaube, wir haben 70 Treffer durch oder so. Bin gespannt, was hier jetzt noch für Banger dabei sind. Vielleicht ist ja auch nochmal ein Scorpion Kick oder so ein Hackenschuss oder so dabei. Weil wir vorhin sogar auch schon Rabona hatten. Jetzt hatten wir von Schalai gerade den Hacken. Eigentlich hatten wir schon wirklich alles. Scorpion Kick weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen gab. Da gibt es im Real Life ja nur einmal alle 5 Jahre gefühlt, so dass da reingeht. Krasses Ding, ey. Auch viele Tore aus der eigenen Hälfte hatten wir. Geile Runs und verschieden viele Gegner ausgetrickst worden. Also echt alles reingedrehte Ecken. Alles, was man sich imagine kann. Alles war dabei. Smoothly weighted ball for Jack Grealish. Grealish and Haaland! Monstrously good! Ehrlich, Monster. Da ist er, der Jubel. Suarez. Oha. Er hat's noch drauf, ja? Er hat's noch drauf, er ist noch nicht fertig. Luis Suarez. Einfach mal ein Torwart wegfetzen. Ohne Schämen. Wie viel Kraft ist der Chip geflogen? Ja, man weiß, die spielen auf so einem Kreisliga-Platz. Oder wenn man das sieht, dann weiß man schon, das Tor wird sehr fresh. Wobei ich hier so eine. Ich gebe eine 7 von 10. Unter engster Bedrängnis. Das Ding ist, selbst wenn er den einfach 10 Meter übers Tor geschossen hätte, wäre es gut gewesen. Weil es voll riskant war, hätte er den Ball verloren, wäre es ein geistkranker Konter für die Gegner gewesen. Aber den auch noch reinzuschießen, das ist natürlich das Beste, was da geht. Wie perfekt, wie viele Fee hat denn in Fallrückzieher seitwärts hier gesetzt? Gebridged. Jetzt kriegst du ihn auch noch aus. Wie hat er den noch vor Linie geholt? Ganz geil. Gebridged. Irgendwie den Ball im Spiel gehalten. Keeper noch bei Arsch. Das ist ein sehr schöner Treffer. Ey. Ah, wo ich gerade gesehen habe, wie ein Torwart gejubelt hat. Ein Torwarttor. Ich weiß gar nicht, ob es eins gab, aber ein Torwarttor. Irgendwie nach einer Ecke oder so. Okay. Weil ein Tor nach einer Ecke einfach ein Kopfballtor macht, gehört das ja nicht zu den schönsten Toren, oder? Muss er schon Fallrückzieher machen, das gibt's dann auch eher nur alle 20 Jahre oder so. Aber das wäre was.
was hier noch drin sein könnte. Aber wir haben erst keinen einzigen Tor von Cristiano Ronaldo gesehen, oder? Hey, der hat doch bei allen aus der auch ein paar Dinger gemacht. Aber bestimmt auch was Schönes dabei, oder? Oder was, oder wie, oder was? Ui. Ui, Feini! Das ist ein Schmackofass. Mit der Hacke so gelobt. Geil, ey. Digga, was? Ist das ein Jubel, Mann? Die Taube. Das ist zweite Liga, ja, ne? Como gegen Pisa. Como-See. Radeturm von Pisa. Okay! War sehr wild, ey. Letztes Jahr hatte ich das Video schon richtig gefeiert. Dieses Jahr auch, ey. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man diese Videos nur mit geilen Szenen guckt. Einfach 27 Minuten fast um. Leute, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert den Channel, lasst mal.